did you? Where? Oh, no. Sorry to disappoint you, kid. I guess the great Sandman ain't so great after all. But after all of the lives lost, at least I managed to save one. What's going on? By all rights, you should be dead. And you're not. Wait. What? Hollis did that to you. That fucking guy! Don't touch me! Stay away! Leave! He turned me into this freak! The antidote! I need it now! This? Give it to me now! Are you alright? Did it work? You bastard! You remember me? You... you mass-murdering piece of shit! I will never forgive you for taking her away from me! What? What the hell are you? Drop your gun right now! You fucker! You killed her! Why?! What did my baby ever do to you?! Hey, whoa, whoa, calm down. Too many people have died already. Why don't you drop the weapon so we can talk about it? Whatever happened, it's over. It's over! No! It's not over! Not by a long shot! Not until this... this guy pays for what he did to her! Listen, listen. I don't know you, sir. But you can trust me when I say, the man who did all this is dead. The Major's a hero. He risked his life. He risked his life? Huh? For what? To murder tens of people? Including my wife? Huh? I was there, soldier boy. I saw what he did to her. My baby. Now, I suggest you get the fuck out of my way, or you can go to hell with them! I'm not gonna tell you again, sir. Drop your weapon, or I'm gonna shoot you where you stand. No matter what you think you saw. Stand down, Raven. But stand down. It's you, isn't it? Samuel. How do you know my name? Because I know more than what you think. But the only thing you really need to know is that I'm truly sorry. I never meant to hurt her. Not intentionally. Your wife, she was one of the few people I could really count on to. What's that supposed to mean, huh? Huh? Who are you people? He's the one who ripped my arm off and broke my neck, baby. While you just stood by and watched me die. No, that's not what happened. That's not how... that's not... she's dead! Sam, baby. Are we really gonna argue over semantics? Just look at yourself. You're nothing but a frightened lab rat. Shut up! That's all you are! Shut up! That's all you ever were! Shut the fuck up! Just shut your mouth! Samuel, I... stop! Just don't say another goddamn word! These people know everything about you. Find it, they Samuel! They always used you for their advantage. No! They this isn't real! You She's dead! Company property! Don't listen to Since her, Samuel! The moment you were born! Damn it! The voice isn't Sarah! Okay. Okay. Ja. Okay. Das ist ein Ende. So, ich mache jetzt mal ein bisschen die Musik leiser, ne? Die ist ja eh ein bisschen laut. So ist okay, oder? Ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht. Hört sich nicht so schlecht an. Ja, also erst nochmal zum Endkampf. Es wäre halt schön gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich ihn durch Waffengewalt töten könnte.
Es hieß ja die ganze Zeit, er sei unbesiegbar, unverwundbar, keine Ahnung. Man könnte nichts gegen ihn machen. Quasi. Und deswegen habe ich gedacht, okay, man kann den durch diese Explosion ein bisschen stoppen. Ich mache mal ein bisschen leiser, aber ich kann es nicht abschätzen, gerade wie laut es für euch ist. So, ich lasse es mal so. Ja, deshalb war ich so ein bisschen verzweifelt, weil ich halt nicht wusste, okay, muss ich jetzt auf irgendwas warten? Oder, keine Ahnung, da habe ich halt einfach drauf geschossen und das Ergebnis habt ihr dann gesehen. Es hat ja dann gereicht. Ja, davor die Passage, wo er hinter ihm hergelaufen ist und mit einem Schlag einen gekillt hat, was er im Endkampf auf einmal nicht mehr konnte, auch ein bisschen merkwürdig. Ja gut, das war halt, wie gesagt, ich fand es irgendwie dumm. Es war eine nette Idee an sich, aber keine Ahnung. Vielleicht ist man auch einfach nur verwöhnt von Survival-Horror-Spielen an sich. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber dem Spiel kann man halt nicht so wirklich böse sein, sage ich jetzt einfach mal. Also, im Endeffekt muss ich sagen, also das Wichtigste ist ja grundsätzlich bei einem Videospiel oder bei allem, was man tut, Filme, Musik, Spiel, Freizeitbeschäftigung, Sport, es muss einem Spaß machen. Oder es muss einen Nutzen bringen. Gut, Nutzen hat mir das nicht gebracht, abgesehen davon, dass ich das Play für euch machen konnte und das euch hoffentlich gefallen hat. Aber mir persönlich hat das Spiel Spaß gemacht. Ich werde das auch nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, auch um die Platin zu holen. Werde auch diese ganzen verborgenen Sachen dann mit Hilfe eines Guides alle einsammeln nochmal. Eben auch wegen der Platin-Trophäe. Ja. Es war wirklich, also wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht und das ist das Wichtigste. Ja. Ansonsten, klar, diese kleinen Bugs, die es halt gab, dass die Gegner einfach eingefroren sind. Also meistens auch diese schweren Gegner, sprich die Säurespucker. Gut, das war natürlich ein willkommener Nebeneffekt für den Spieler, muss man sagen. Gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wenn das da auch so sein sollte, ist das natürlich ein Traum. Ja. Ansonsten, was ich auch sehr, sehr gut fand, das ist mir gestern schon aufgefallen, das wollte ich noch erwähnen. Ich fand es sehr, sehr gut, dass es hier kein Scharfschützengewehr gibt. Weil das finde ich immer so eine Sache. Klar, eine Pistole kann theoretisch jeder mit umgehen. Eine Schrotflinte, wenn man sich so ein bisschen an den Rückstoß gewöhnen kann, weil darauf einlässt, dann ist das auch in Ordnung. Was war die dritte Waffe? Also die Magnum. Gut, Magnum ist nochmal ein anderes Kaliber, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit dem Rückstoß. Das muss man wirklich so ein bisschen Übung vielleicht drin haben. Aber ein Scharfschützengewehr, das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir in Spielen immer denke, okay, dafür brauchst du halt wirklich eine Ausbildung. Also du kannst ja einfach einen Scharfschützen durch das Hilfenrohr gucken, einfach mal schießen. Also das spielen mehrere Faktoren einfach eine Rolle. Ich selbst habe nie einen Scharfschützengewehr in der Hand gehabt. Also ich werde nicht behaupten, dass ich jetzt ein großer Scharfschütze sei. Auch wenn ich mal bunt war, da ich habe nur diese Standardwaffen halt in der Hand. Aber bei dem, was ich halt so weiß, ist es halt eine andere Geschichte, ob du jetzt keine Schrotflinte in der Hand hast oder ein Scharfschützengewehr. Ja, Schrotflinten, da hast du halt die Streuung. Also du triffst irgendwas, ob du willst oder nicht. Auch wenn es deine eigenen Füße sind. Aber beim Scharfschützengewehr ist es halt wirklich was anderes. Und wenn du dann wirklich direkt das Ding in die Hand kriegst und zielgenau triffst, klar spielt man in so Spielen meistens Polizisten, Soldaten, was weiß ich. Aber zum Beispiel der Sam als Ranger, klar, er hat eine militärische Ausbildung, aber du wirst ja nicht automatisch am Scharfschützengewehr ausgebildet. Ich weiß, ich steige mich gerade so ein bisschen da rein, ohne Grund, weil im Spiel gibt es ja gar keins. Aber ich wollte es halt nur mal erwähnen, dass ich das extrem gut finde, dass es in diesem Spiel kein Scharfschützengewehr gibt. Weil das ist mir meistens wirklich ein Dorn im Auge in so Spielen. Dass du da wirklich 8 verschiedene Waffengattungen hast, dann hast du noch einen Granatwerfer, Handgranaten, Blendgranaten, was weiß ich, bist noch perfekter Nahkämpfer mit dem Messer und das gab's hier alles nicht. Und das finde ich wirklich gut. Ein Messer hätte ich gut gefunden, auch wenn es jetzt so die Hades Söldner gewesen wären. Aber da gehe ich halt von aus, dass die so eine Ausbildung haben, so eine Nahkampfausbildung. Das war wiederum schade, dass du halt nur mit der Waffe schlagen konntest und das auch nicht so viel gebracht hat im Endeffekt. Aber ansonsten die Waffen, die es gab 3 Waffengattungen. Und auch nur jeweils eine Waffe pro Gattung für jeden Charakter. Und das fand ich gut. Dass du jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene Pistolen hast und 6 verschiedene MPs oder so. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wirklich. Ansonsten, Gegner, Vielfalt. Hat mich jetzt auch nicht gestört, wirklich nicht. Also, lieber so, dass du wirklich 4 Gegnerklassen hast plus den Endboss. Als wenn du da irgendwie 10 verschiedene Gegnerklassen hast. Klar kann es natürlich sein, durch irgendwelche Bio-Viren oder irgendwelche Mutationen,
dass da verschiedene, dass verschiedene Mutationen auftreten. Natürlich kann das sein, wie zum Beispiel hier Zombies, Crimson Head, Licker. Dann noch irgendwelche biologischen Waffen, die wirklich, sag mal, hergestellt wurden oder gezüchtet wurden oder wie auch immer man es nennen will. Aber das fand ich auch gut, dass es hier wirklich nur diese Gegnerklassen gab. Klar wurden die random irgendwie reingedroppt. Das ist wieder eine Sache, wo ich sage, okay, ist halt in so Spielen immer eigentlich der Fall, dass ich frage, wo kommt eigentlich genau dieser Gegner her? Warum ist er genau an dieser Stelle? Wo kommt der her? Ist er jetzt aus einem Menschen entstanden oder wurde er da ausgesetzt oder... Keine Ahnung. Aber so richtig erklärt wird es ja sowieso nie. Ah, thanks to Capcom, sehr geil. Ja. Das finde ich gut, dass sie nochmal am Ende da hingeschrieben haben. Thanks for playing Daemon Knight. Ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Ich werde auch, wenn es Nachfolger geben sollte, das ist ja im Gespräch gewesen, oder nicht nur im Gespräch, die waren sogar schon dran. Ich überlege, ob es den vielleicht nicht sogar schon gibt, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, sind sie dran gewesen. Oder immer noch dran. Und werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also, ja. Oh. Lauter machen. Okay, ich kann steuern. Ich bin jetzt bestimmt der Reiniger, oder wie der hieß. Ich glaube, Reiniger hieß der. Gene Signature confirmed. Welcome back, sir. Boot up the register. Ja, Reiniger. Ready to receive. This is report K731. Personal code FG9565061. Mission status completed. The material requested has been recovered. Of those involved, there's no one left. At least no one who knows what's really going on. I erased all traces of K's involvement. Hexacore Biogenetics will be blamed and held accountable for the mishap in Keen's sight. Good job, sir. Greife auf das Hauptterminal zu. Following materials archive. Evidence number 1. HAF4RG0 Delta surveillance footage. Okay. Evidence number 2, intercepted voice messages of Major Sandman Bogan. Schauen wir uns an. Hallo? Voice message. Encryption code XDR00035. Sarah, I would have liked to speak with you in person, but I'm afraid that's just not gonna happen. So this is it. The moment has arrived. You know, I told you that I'd do whatever it takes to protect her, and now I gotta prove just that. Prove it to myself, to you, but mostly prove it to her. My precious little angel, Samantha. In exactly 7 days, my man and I will be deployed to the Aegis labs to recover samples of Castor and Pollux. After which, you know what I have to do. Oh, I know what you're thinking right now. I know. So many innocent lives lost to save just one. She's my baby girl. So listen up.
I want you to leave Keen's sight, you and your Samuel, and get as far away from the city as possible. The gears of destruction are already in motion, and nobody can stop them now. And even if they could, I wouldn't let them. So, if one day my conscience does feel a little less guilty, it'll only be because I've not only saved my daughter's life, but yours as well. I know you know what it means to truly love someone with every fiber of your being. And the choices you gotta make to hold on to that love, to be with that person and share one last day, one last minute, one last tantalizing second. I couldn't live with myself knowing that I didn't step up and do something, even if it means burning in hell for eternity. That should come easy compared to a living hell without her. Hope one day you can forgive me. But if you can't, saving Samantha will be enough. Evidence number 3, Sarah Carmichael's recording to Sam Walker. Ah, okay, das ist natürlich krass. Das ist echt krass, okay? Wow. Sweetheart, I've been waiting for this day to come, wishing I didn't have to tell you the things you're about to hear. Yet, here goes nothing. The more elaborate the lie, especially one as grandiose and brazen as this, the more difficult it becomes to explain. I should have waited for you to come home, to speak with you in person, but I just can't do anything but record this. You won't be home before dark, by which time it'll probably be too late. There's a good chance they'll come here looking for me. They. I guess you're wondering who I'm talking about. What I'm about to say will change your life forever. Change my life, too. What's happening, one way or another, was inevitable. But at the cost of many thousands of lives, it will also mean the end of our relationship. Listen to me. By now, all of Keen's sight is lost. He did it. He infected the whole goddamn town, sentencing the people here to a fate worse than death. He committed a truly unforgivable sin. The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people, the Kuronosu Company. I still don't understand how he could have done it, how anyone could have done it, even him, especially him. God damn you, Kuronosu, Hexacore, damn you both to hell. Oh, Christ. We're just a bunch of filthy murderers, all of us. What I wanted to say, if I wasn't a coward, is that even though I've always loved you, I've never been completely honest with you. Beneath this city, behind your disease, lies a tangled web of secrets linked to the company. I would have told you sooner rather than being obliged by this tragedy, but I couldn't, and wasn't ready yet. I was afraid of how it might affect us. Sorry. 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 It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am. You already know that I work for Hexacore, but what you don't know is that my job isn't limited to mere administration. My field of expertise is actually the supervision of research studies, monitoring one of our most important tests, you. For decades now, our government has been experimenting in its own backyard, testing chemical weapons on an unsuspecting America. The project is called Truman,
and Keen Sight is one of the most illustrious testing zones, with Hexacorp overseeing the whole shebang since the 40s. You, and hundreds of others like you, are the end result of these tests. And we've been tasked with keeping you in check and gleaning as much data as possible about your condition. I can attest, however, that it took very little effort for you to become the most important part for me, because I actually fell in love with you, and it wasn't just a job for me anymore. So when someone asks if I love my work, I tell them yes. Thanks to you, I do. And maybe that's why I've never had the courage to tell you before. And more importantly, I would never leave this place without you, of my own free will, if given the choice. Hold on. I hear something. There's somebody out there. Evidence number 4, ID tags of Sarah Carmichael, Hexacorp Biogenetic Supervisor, Code 27. Boah, das ist aber echt krass. Das haben die echt geil gemacht, finde ich. Das haben die echt geil gemacht. Okidoki, nochmal lesen. 20. Juni 1991. Ich habe es endlich geschafft. Ich leite endlich eine der wichtigsten Forschungsstudien des Landes. Es hat Jahre gedauert, Projekt Truman gemeinsam mit diesen Ja-Sagern beim Hexacorp zu perfektionieren. Und wahrscheinlich noch länger, um diesen Washington DC-Dinosaurier Murphy davon zu überzeugen, mich die gesamte Operation leiten zu lassen. Ich war ihnen immer entweder zu jung, zu mädchenhaft oder zu schwarz. Doch am Ende hatten sie keine andere Wahl, als meine Erfolge anzuerkennen. In nicht einmal 30 Tagen werde ich nach Keen Sight überstellt und laut Konzern ist das eine Reise, von der es kein Zurück mehr gibt. Doch vielleicht reizt mich gerade das am meisten. Boah. Okay, ich lasse es. Ich habe gerade gesehen, es sind 9 Seiten. Das ist ein bisschen viel. Ich lasse euch das einfach lesen. Ich lese das letzte gerade noch vor. 14. Juli 1997. Hayden hat die Basis verlassen und ein paar Tage freigenommen. Traurigerweise hatte Samantha, meine Tochter, nicht geschafft. Ihr kleines Herz hat vor 2 Tagen aufgehört zu schlagen. Ich fühle zwar mit ihm, doch die Sache hat auch etwas Gutes an sich. Jetzt gibt es für ihn keinen Grund mehr, diesen widerwärtigen Plan auszuführen. Soweit ich weiß, ist er zur Klinik gefahren, in der man sie behandelt hat. Er wird bald zurückkommen und wenn er es tut, werde ich da sein, um ihn zu unterstützen, in welcher Art auch immer. Boah, krass. Okay, das ist natürlich heftig, wie die alle doch miteinander irgendwie zusammenhängen, die Leute. Sie ist bereit. Krass. Gut, Rang B, ja gut, 16 Tode, fast 13 Stunden Spielzeit, es gibt eine Trophäe, wo man das Spiel in unter 4 Stunden durchspielen soll, also von daher, ja. Und eine Trophäe dafür, nicht zu sterben. Boah, 16 Tode, echt? Krass, wow. Gut. Was passiert denn, wenn ich auf Fortsetzen gehe? Gucken wir uns mal an, hä? Ob ich dann wieder beim Endboss lande oder beim Epilog oder. Ah, ich glaube, das ist der Bosskampf wieder. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Auch am Ende, die Story hat jetzt wirklich nochmal. Okay. Ganz am Ende richtig Fahrt aufgenommen, also richtig heftig. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber. Man merkt, die haben wirklich Liebe reingesteckt, die Entwickler, und ich freue mich, wie gesagt, auf den nächsten Teil. Der wird auch, denke ich mal, technisch besser werden. Auch wenn das jetzt für mich nicht so das Manko war. Es hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht trotzdem.
Und ich glaube, das Let's Play an sich war auch ganz cool. Das müsst ihr bewerten. Ich finde, man merkt das ja immer so ein bisschen, ob ein Let's Play, ob das jetzt wirklich, sagen wir, auch gut ankommt und ob das irgendwie auch so ein bisschen taugt oder ob es einfach. Ich habe auch schon Let's Plays gehabt, da habe ich von Anfang an gemerkt, so 3-4 Parts, okay, das ist Schrott. Also, ja, was heißt Schrott? Aber es ist einfach nicht so, es entspricht nicht meinen eigenen Erwartungen und Vorstellungen irgendwie. Also irgendwie, da ist irgendwie. Es kommt nicht so richtig rüber. Und das war hier, glaube ich, ein bisschen anders. Und ich hatte keine Rage-Modi irgendwie aktivieren müssen. Außer am Ende jetzt. Diese Verfolgungsjagd in Anführungsstrichen mit den Explosionsfässern, das hat ein bisschen genervt, aber ansonsten war eigentlich alles soweit okay. Extras, ist da noch irgendwas? Ja, okay, das sind die Rehe. Aber ich habe nicht ein einziges abgeschossen, also die muss ich alle, wie gesagt, mit dem Guide suchen. Und ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn ihr irgendwas habt, Sorgen, Nöte, Wünsche, Anregungen, in die Kommentare damit. Könnt gerne schreiben, wie ihr das Let's Play fandet, wie ihr das Spiel fandet. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Wie gesagt, die ersten Parts kamen sehr, sehr gut bei euch an. Hatte sehr, also schon recht viele Zuschauer für meine Verhältnisse, auch gute, also auch viele Likes. Ja, also freut mich. Ich hoffe, das hat sich jetzt bis zum Ende so durchgezogen, das Interesse, was ihr hattet. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal dafür, für das Interesse und bis zum nächsten Projekt dann. Hoffentlich bald. Bis dann. Tschüssi.